So, wir stellen jetzt unsere neue Monatsaktion vor. Und zwar ist das heute die Cosi-Speed-Tasche. Heute, diesen Monat. Nee. Ich war gerade irgendwie verwirrt. Ja. Und weil ich das nicht so gut kann, macht das Patrick. Ja, da haben wir sie, die Cosi-Speed-Taschen. Das da sind die Streetomatic-Taschen. Ist im Prinzip alles die gleiche Größe. Wir haben hier alle Ausführungen, auch die, die es gar nicht mehr gibt. Die ist voll schwer. Ja, kannst ja mal reingucken. Ich habe die schon mal vorbereitet. Patrick hat schon mal was vorbereitet. Genau, komm mal näher. Oh oh. Heute wieder mit Kameras da am Start. Genau. Heute keine Sony? Heute eine Olympus? Nee, haben wir nicht. Ah, eine Panasonic. Und Olympus Objektive. Na, guck mal da. Eine GX80 mit 1442mm Objektiv. Und ein 75-300. Also eigentlich alles, was man so braucht. Genau. Passt hier rein. Das passt locker rein. Wir bekommen an der Seite nochmal Zubehör rein. Da ist jetzt natürlich nichts drin, aber Reinigungstuch, Tempos. Okay, keine Werbung. Taschentücher. Oder was man halt eben so an Reinigungsmaterial braucht. Und hier haben wir noch ein Fach für ein Handy. Es gehen sogar aktuelle größere Handys rein. Aber nicht alle. Nicht, ich glaube, die Plus-Modelle und die XR-Modelle oder auch die Samsung, wie auch immer die großen da heißen, werden da nicht reinpassen. Aber so die durchschnittlichen Handygrößen gehen da ohne Probleme rein. Tagesbedarf ist also abgedeckt. Genau, so was ist das Besondere an den Taschen? Dass du sie nicht ankriegst. Doch, ich krieg sie an mit der Verlängerung. Also es ist so, das Besondere an den Taschen... wir schneiden dann nachher mal noch mal eine rein, wo ich auch mit reinpasse, weil ich passe tatsächlich in diese Größe nicht rein. Aber das liegt einfach daran, dass ich so schlau und super schön gebaut bin. Es ist einfach so, die Taschen hier haben was ganz Besonderes. Und zwar ist es eine Bauchtasche. Man kann die halt einfach um die Hüfte schnallen und einfach nach vorne ziehen, Kamera schnell rausnehmen. Der gute, nette Herr, der diese Taschen ins Leben gerufen hat, der Thomas Ludwig, man darf ihn mal erwähnen, hat gesagt, das ist die schnellste Kameratasche der Welt. In der Zwischenzeit hat Patrick sich da mal reingepellt. Ich bin nämlich der schnellste Kamerataschenanzieher der Welt. Das stimmt, da haben wir sie. Und der Trick hierbei ist einfach, ich kann mit einem Griff die Tasche aufmachen. Und keine Kamera rausholen, weil keine drin ist. Genau, die habe ich nicht vorbereitet, die Tasche. Aber gar kein Problem, die Abtrenner sind natürlich mit dabei. Dann kann ich die mir so anpassen, wie ich sie brauche. Also so ist erstmal... das Fach komplett leer. Dann mache ich hier zur Seite meine Abtrenner rein. Noch einen zweiten drüber. So. Ich bereite in der Zwischenzeit mal was vor. Du redest einfach mal, um die Zeit zu schinden. Lass mal. Und jetzt könnte ich theoretisch die Kamera reinstellen. Da wird aber noch was vorbereitet. Was ist mit dabei? Es sind die Abtrenner dabei. Dann haben wir hier den passenden Regenschutz dazu. Den kann ich auch durch diese Schlaufe einfach hier am Gürtel mit festmachen. Hab den immer dabei. Der wird einfach über die Tasche drüber gestülpt. Ich habe es pro forma vorbereitet, aber es reicht. So, also auch wenn es mal richtig schifft, ist die Tasche damit richtig wasserfest. Ich habe dann alles abgesichert, komme da nicht mehr so schnell dran. Dann ist nur noch die zweitschnellste Tasche der Welt in dem Moment, weil ich vorher hier runterklappen muss und dann aufmachen kann. Aber die Ausrüstung ist gesichert und da sehen wir schon, dass andere Zubehör, was mitgeliefert wird, ein Ring. Das zeigen wir jetzt mal hier dran, weil es einfach ein bisschen leichter ist und die Tasche ist eben schon vorbereitet. Das ist eine Fingerschlaufe, die ist bei jeder von diesen Kemslinger Taschen dabei und das Ziel in der ganzen Sache ist einfach Tasche aufmachen, musst du schon zeigen, ja. Tasche aufmachen, Fingerchen in die Schlaufe und mit dem Finger die Kamera rausziehen und dann habe ich die Kamera griffbereit und vor allen Dingen habe ich es sehr sicher rausgezogen, weil ich kenne das leider selbst auch schon, dass man, wenn man da irgendwie vorbeigreift, die Kamera rausfluppt und rausfällt aus einer Tasche. Deswegen finde ich diese Lösung ganz cool. Man geht mit dem Finger rein, zieht sie raus und man hat sie auch safe und man hat sie auch gut in der Hand und man kann sich das so anpassen, dass man auch mit zwei Fingern durchpasst und die Kamera ein bisschen sicherer in der Hand hat. Und finde ich ein nettes Gimmick, finde ich super nett, dass es halt auch mitgeliefert ist. Ganz wichtig bei der Tasche, das haben wir jetzt nicht besprochen, bei Patrick kann man das jetzt sehr gut sehen. Das Besondere an der Tasche ist, dass sie eben nicht oben auf der Hüfte sitzt, sondern dass sie mit so einer kleinen Lasche nach unten genäht wurde. Vorteil ist, sie zieht nicht von unten runter, von oben runter, sie drückt quasi auf den Oberschenkel drauf und damit zieht sie die Hose nicht aus. Okay. Genau, und der Rucksack geht immer noch. Das ist das Problem bei der normalen Umhängetasche. Ich habe die Schulter belegt, ziehe noch einen Rucksack drüber oder die Tasche über den Rucksack und dann kommt man sich in die Quere. Und hier habe ich den Rucksack, die Schultern sind frei. Ich kann immer noch zusätzlich, könnte ich im Prinzip auch die Kamera aufhängen, ohne dass ich irgendwie zwei Gurte an der Schulter habe und so. Also
gerade für Wanderer, für jemand, der viel draußen unterwegs ist. Vielleicht, wenn die Frau noch eine Handtasche zusätzlich mitnimmt, kann man die einfach noch so umhängen. Man kann die Tasche erweitern. Es gibt von CozySpeed selbst, gibt es, ich habe es jetzt nicht ausgepackt, die eine oder andere Zubehörtasche, die ist jetzt auch zweitrangig. Soweit wir das mitbekommen haben, werden wohl im Laufe des Jahres noch ein paar richtige Köcher vorgestellt. Es geht natürlich aber auch jeder abnehmbare Köcher dran. Ich würde sagen, wir verlosen noch so eine Zubehörtasche. Wir können eine Zubehörtasche noch mitverlosen. Wir haben zwei Stück noch da, glaube ich. Genau, also einfach kommentieren, warum ihr die Zubehörtasche wollt. Ja, am besten, wenn ihr schon eine CozySpeed habt oder noch eine braucht. Wir haben natürlich auch die neuen Versionen da. Dafür ist die Zubehörtasche passend oder auch einfach an Gürtel hängen. Und ja, was kostet sie eigentlich? 50 Euro. Ja, Standard-UVP von der Tasche war, glaube ich, 79. Wir hatten sie zwischenzeitlich, weil sie ja schon länger ausgelaufen ist, für 69 verkauft. Und wir machen jetzt eine Monatsaktion draus für 50 Euro und sagen halt, ey, für 50 Euro kriegst du eine geile Tasche, passt eine gute Kameraausrüstung rein. Es geht auch eine Sony Alpha 7 rein, wenn ich jetzt nicht gerade das Riesenobjektiv drauf mache. Also man muss es probieren, man kann ruhig das Kamera-Equipment auch mitbringen, einfach mal reinstoppen und gucken, ob es passt. Vielleicht noch ganz kurz, für die mit Astralkörper gibt es dann auch den praktischen Erweiterungsgurt. Der hat noch eine zweite Bedeutung, weil man kann ja den Gurt, kannst du hier mal nochmal schön zeigen, sehr schnell in der Größe verändern. Ja. Und da er da immer noch nicht lang genug ist für die meisten, könnte man den hier sehr, sehr schön erweitern und kann diese Tasche auch statt als Hüfttasche, wenn man sie nicht fallen lässt, als Hüfttasche, hast du zu weit aufgemacht. Schnell erweitert. Als Schultertasche einfach verwenden, da kannst du sie einfach durchwerfen und dann ist er halt auch schön lang. Das heißt, wenn man keinen Bock mehr hat auf die Hüfte, einfach Gewicht verteilen, Schultertasche. So ist er auch im Winter praktisch, weil im Winter hat man ja halt auch eine Regenjacke oder sowas dabei oder an und da ist die Schwierigkeit nochmal da, dass die Tasche ja drunter wäre und so kann ich sie wieder über die Jacke anziehen. Das heißt auch vielseitiger Einsatz. Ja, das Besondere bei dem Gurt hier, wir haben ein Dreipunktsystem. Das bedeutet, wenn ich die umgeschnallt habe, setze mich hin und der Bauch lappt oben drauf, dann ziehe ich mir nicht automatisch die Tasche aus. Also hier drücken bringt nichts, ich muss den dritten dazu noch drücken, um aufzumachen. Ist also auch nochmal ein Schutz, dass ich nicht aufstehe vom Stuhl und mir direkt die Ausrüstung runterfällt. Diebstahlschutz und Kinderschutz, ich spreche aus Erfahrung. Papa! Was wollen wir noch erwähnen? Ganz wichtig, wir haben aufgrund des großen Erfolges, wir hatten ja letzten Monat die Aktion WX350. Die postest du einfach nochmal mit rein. Genau, wir verlängern das jetzt halt einfach noch als zweite Aktion für den August jetzt einfach noch mit rein. Das heißt, die machen wir dann zusätzlich noch. Und dann gibt es halt auch noch unsere Aktion für Bildbestellungen. Die machen wir auch einfach nochmal mit rein. Was war das? Weißt du das schon? Das ist von unserem neuen Drucker. Der HD Print. Die A2 Poster. Für? Für Sonderpreis haben wir noch gar nicht ausgerechnet. Kommt noch. Kommt noch. Die machen wir auch noch mit rein. Also wir haben für den August wieder einiges geplant. Spätsommer, für die, die aus dem Urlaub kommen, die Bilder. Für die, die eine kleine Kamera brauchen, weil sie in Urlaub fahren, die WX350. Und die, die gemerkt haben, dass ihre Tasche doch nicht so gut ist und dass sie auf dem Rücken haben und schwitzen, auch jetzt die schönen, leider muss man sagen, Restpostentaschen der Firma CozySpeed, um einen den Spätsommer noch so ein bisschen zu versüßen. Mit ein bisschen Glück haben wir ja bis November noch T-Shirt-Wetter. Genau. Farben könnt ihr sehen, was es da gibt. Hier kann man vielleicht den Unterschied nicht so gut erkennen. Das eine ist Paris, das andere London oder New York war es, glaube ich. Ist beides grau und vom Muster her ist hier der Unterschied. Das ist Couch, das ist grau. Das gab mal eine Couch in der Farbe, hat fast jeder zu Hause gehabt damals. Gut. Ja. Gibt sonst nichts mehr zu sagen. Solange der Vorrat reicht. Und das Telefon klingelt wieder. Europa Foto und Digital Kressung, guten Tag.